Georg Kössler im Haus des Apfels in Terlan. Der Lebensmitteleinzelhandel habe die Corona-Krise gut überstanden. Dafür gingen die Absatzzahlen des FOK im Hotel-, Restaurant- und Catering-Bereich extrem zurück. Bei den Preisen gab es nur leichte Veränderungen, so Kösslers Resümee. Die Preise haben sich ja am Anfang nicht verändert. Es ist dann bei steigender Nachfrage und bei Angebotsverknappung, wenn man so sagen muss, in den letzten eineinhalb Monaten haben wir ganz leicht die Preise natürlich angezogen, weil es einfach irgendwo notwendig war. Weil wir sind ja von einem eher niederen Preisniveau ausgegangen, den wir ja von dem vorigen Vermarktungsjahr mitgenommen hatten. Dann haben wir halt die Preise wieder auf ein normales Niveau versucht zu bringen. Also übertriebene Preise kann man mit Sicherheit nicht feststellen, aber wir haben, sagen wir, für uns und für unsere Produzenten ja dann versucht, auch etwas zu einem Normaljahr anzuschließen. Gerade Genossenschaften könnten nun ihren Mehrwert noch besser zur Geltung bringen. Im Interesse ihrer Mitglieder, durch stabile Marktsituationen, fernab jeglicher Spekulation. Auf der anderen Seite hat die Genossenschaft natürlich auch die Verpflichtung, für die Mitarbeiter da zu sein. Und wir sind schon gute Arbeitgeber, indem wir versuchen, einmal die Standards, was die Arbeit, was die Beschäftigung anbelangt, einzuhalten. Das heißt, wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber. Wir können, also bei uns ist es nicht so, dass wir die Leute beim ersten Gegenwind entlassen, sondern wir versuchen also wirklich ein zuverlässiger Partner zu sein und zu versuchen, auch für die Leute da zu sein, wenn sie Probleme haben. Und ich glaube, in der Summe muss man sagen, dass in schwierigen Umfeld das Genossenschaftssystem, wenn es mit Verantwortung und mit Weitsicht geführt wird, sich bewährt. Vom Raiffeisenverband erwartet sich Kössler in Zukunft mehr Unterstützung beim nach Corona schneller voranschreitenden Digitalisierungsprozess in immer mehr Bereichen. Die Digitalisierung hat sicherlich jetzt Hochkonjunktur und es wird sicher notwendig sein, dass die neuen Technologien und die neuen die Informationsaustausch, die Datenaufbereitung und so weiter, dass es da eine gewisse Kompetenz beim Verband zu Hause sein muss und dass der Verband also gerade was diese neuen Entwicklungen anbelangt wahrnehmen muss im Interesse des ganzen Genossenschaftswesens. Nicht jede einzelne Genossenschaft kann für sich allein gestellt gewisse Entwicklungen absehen, diesen Entwicklungen folgen und auch die notwendige Ausrüstung und die notwendige Vorbereitung umsetzen. Da ist ein Verband natürlich gefragt, dass dort sagen wir, in die Zukunft geschaut wird und dass gewisse Entwicklungen vorab beobachtet und dann auch mitverfolgt werden.